Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute mit dem Teich von Heike und Thomas. Heike kennt vielleicht einige über Facebook. Heike Bar heißt sie, glaube ich. Ich war schon 100 Jahre nicht mehr auf Facebook, aber sie heißt, glaube ich, Heike Bar. Und jetzt wollte ich Thomas nötigen und hallo Thomas übrigens und habe gesagt, du gehst mit aufs Video. Dann sagt er, ich, nee, das fällt komplett aus. Ja, also, jetzt habe ich nicht mal einen gut aussehenden, eloquenten Mann neben mir und darf in deinem Schatten stehen. Und dann gehst du auch mit aufs Video. Wann war ich zuletzt da? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren? Mhm. Oder vor 3? 2. Vor 2 Jahren? Du hast jetzt gerade, als ich so auf den ersten Blick reingeschaut habe, das beste Wasser, was ich dieses Jahr gesehen habe, bislang in Blocks. Das ist Koi-Wasser, Konare Miso. In höchster Form. Wir verraten jetzt noch nicht, was er gemacht hat. Ich war gespannt ohne Ende. Und du weißt, wo du gerade den Filter aufgemacht hast, habe ich gleich gesagt, ich weiß, was du getan hast, dass ich mich noch erinnert habe. War wirklich gespannt. Und ich kann nur jedem sagen, wenn er die Möglichkeit zur Nachahmung hat, das bitte tun, weil das Wasser, du hast gesehen, wie es sich verändert hat, wie absolut es organischer wurde, griffiger. Du hast außer das typische Trommelfilterwasser gehabt, hart, ein bisschen kalt, so ein bisschen zu frisch, too fresh und richtig geil. Den nächsten Block unbedingt anschauen. Euren Garten ist der gleiche Traum, aber euren Garten ist 95% ins Wasser 100%. Also damit will ich nicht sagen, dass der Garten Abstriche machen muss, aber das Wasser ist einfach genial. Und das Erste, was ich gedacht habe, wo ich aus dem Wohnzimmer rauskam, das hat wieder so einen kleinen, diesen kleinen Bäckereicharakter auf der Insel Miyajima, dieser Traumgarten. Und glaub mir, ich bin mir sicher, viele Leute, wenn die jetzt in Miyajima waren und wenn sie das hier angucken, sagen, das ist schöner, weil es grüner, natürlicher, wärmer ist. Ja, das in Miyajima, das merkt man schon, das ist Kunst. Und Kunst hat auch immer Ecken und Kanten und so. Lädt nicht ein, reinzugehen, sondern lädt ein zum Staunen. Und das hier lädt ein, näher zu kommen. Voll geil. Das ist Kunst. Also es ist nicht Kunst, das ist Natur, das ist Design, keine Ahnung. Es ist geil. Freut uns zu hören, Martin. Super. Dankeschön. Eure Fische sind mega geil drauf, aber ich glaube, du hast ein paar verloren in den letzten 2, 3 Jahren, gell? Auch, ja. Erzähl, was passiert? Ich hole mal die Kamera auf die Hand. Ja, zum einen hatten wir ein Tier mit Schwimmblasenprobleme. Und ein weiteres Tier haben wir jetzt im Frühjahr verloren. Da war noch der Teich abgedeckt. Und wir hatten es nachts gehört, wie von unten ein großer Koi über 80 cm von unten an die Teichabdeckung, das ist eine Doppelstegplatte gewesen, dermaßen mit einem Speed hochgetaucht ist. Tags drauf habe ich mal abgedeckt, die Platten angesehen und vielmehr im Wasser habe ich dann schon den Fisch liegen sehen. Ups. Ja, also das war ein Knallen, wie wenn wirklich ein Feuerwerkskörper hochgeht. Scheiße. So brutal. Ja, genau. Ja, man kann das manchmal gar nicht glauben, wie Koi durchstarten können, wenn die mal aus 2 Meter, oder wie tief ist dein Teich? 1,80, ja. Wenn die aus 1,80, so große Koi, wenn die durchstarten, die können ja theoretisch, können die weit über 1 Meter hochspringen. Mhm. Und wenn dann natürlich eine Abdeckung im Weg ist, dann ist alles vorbei. Nein. Und der war dann sofort tot, oder? Der muss sofort tot gewesen sein, ja. Scheiße. Also wir werden auch dieses Jahr eine andere Teichabdeckung in Angriff nehmen. Einfach, dass wir mehr Abstand zwischen der Teichabdeckung und der Wasseroberfläche bekommen. Ja, oder die Teichabdeckung, das ist bei mir ganz gut. Bei mir ist ja noch nie irgendeinem Koi was passiert in der Anlage, was Springen angeht, weil es mehr diesen Knautschzonencharakter hat. Weißt du, die Abdeckungen geben nach und die geben massiv nach. Ich glaube, wenn wir richtig stabile, harte Abdeckung hätten, hätten wir alle 2 Wochen einen toten Koi. Also das ist sicher. Schauen Sie sich das Wasser an. Wir gehen jetzt zum Schönen. Das hat Glanz, das ist weich, das ist geschmeidig. Die Luftblasen heften jetzt nicht aneinander. Habt ihr heute schon gefüttert? Überhaupt nicht, nein. Ihr hättet wahrscheinlich normal ein bisschen mehr Luftblasen drauf, wenn ihr gefüttert hättet, oder? Ja. Ja, weil das verändert sich immer relativ schnell, ob füttern oder nicht füttern. Das Wasser ist von einer so genialen Konsistenz und gerade wenn man hier reinfilmt, sieht man das. Das ist ein perfekter Spiegel. Das ist genial. Die Koi gleiten durchs Wasser, die schwimmen da nicht durch. Sowas, sage ich Ihnen, macht mich richtig geil, so ein Wasser zu sehen. Das ist wirklich, das ist mustergebend, das ist Koi-Wasser, das ist, also da mag ich von nahezu 100% reden. Das ist unglaublich. Schauen Sie sich den nächsten Block an. Der Goromo ist ein Hammer.
richtig geil. Hat sich zwar nicht voll entwickelt, aber er ist nicht schwarz geworden, hat einen tollen Körper, ist gut gewachsen. Die Kohakus, weiß ich noch, die sind als Jumbo Tosai hierher gekommen. Dem Tag hat es nicht geregnet. Darin hat sich der Tag vom heutigen Tag unterschieden, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das ist geil. Die Anzahl der Fische ist fast gut. Heute kommen 3 oder 4. 4 kommen noch dazu. Ist auch mega. Werden wir nachher auch einen Block zeigen, aber vorher zeigen wir den Filterblock. Vom Wasser, vom Verhalten, von der Schönheit. Erkennen Sie, welchen Glanz die Koi haben? Die Koi sind nur in der Lage, den Glanz wiederzuspiegeln, was das Wasser hat. Und das sieht man trotzdem, dass die Regentropfen die Oberfläche kräuseln. Ja, ich weiß, ich hätte auch Schriftsteller, Literat werden können. Poet, oder? Bist du doch. Bist du doch. Boah, das war jetzt so ein bisschen veralbern. Also mich flasht das gerade komplett. Schauen Sie sich das Gelb von dem Yamabuki an, wie der leuchtet. Es ist brutal. Also von allen Belangen. Da hinten hat sich gerade einer gescheuert. Darf er? Spielt auch keine Rolle. Wir wollen jetzt alles wissen. So, das ist Griechthymian, oder? Wie? Bruchkraut? Ja. Ja, also das ist Bruchkraut, wie gesagt. Was ist das hier? Bubikopf, gell? Aber das geht auch im Winter kaputt, Bubikopf. Ja, aber es kommt immer wieder. Kommt immer wieder? Das ist Heike übrigens. Es verbrennt oder erfriert, aber es kommt wieder. Und wir haben es ja mal bei Dirk gesehen im Blog, könnt ihr euch erinnern? Ja. Der, wo es unter der Abdeckung hatte, wo das gewuchert ist wie sonst noch was. Auch ganz geil. Das ist ein Azur Shirasavanum aureum. Der einzig gelbe Ahorn. Wenn du das sagst, Martin, ja. Das habe ich im Blog schon 100.000 Mal gesagt. Der einzige Ahorn, den ich kenne. So, dann haben wir... Also es ist wirklich geil. Schauen Sie mal dahinter. Ich wandle im Regen. Was ist mit der Kiefer da hinten passiert? Die hat es hinter sich, oder? Die kommt weg, ja. Gebt noch mal ein paar Daten zum Teich, wie viel Kubik haben wir? 20, gell? 28. 28? Ja. Tiefe? Flachzone 1 Meter und im Tiefbereich 1,80. Umwälzung haben wir individuell, können wir hochdrehen. Auf Max? Auf maximal 2,5 Mal. Pro Stunde oder pro Tag, oder? Pro Stunde, genau. Ja, im Moment habe ich auch nur eine 55 Watt Genesis UVC am Laufen. Ich kann aber hochgehen bis 110, aber ich sehe die Notwendigkeit überhaupt nicht. Algen sind moderat. Wassertemperatur ist 24 Grad mit der Wärmepumpe. Die ganze Woche regnet es ja hier schon bei uns. Echt? Nicht nur bei euch? Ja. pH-Wert haben wir im Moment jetzt zwischen 7,9 und 8,1. Ja, ansonsten... Voll geil. Also egal aus welcher Richtung man den Garten, den Teich anschaut, man sagt ja gemeinhin, es hat alles so seine Schokoladenseite, aber hier ist irgendwie Riesensauerei mit Schokolade, weil man kann es wirklich aus allen Richtungen anschauen. Ist echt geil. Dürfte ich, wenn ich rückwärts ins Haus reinlaufe, einmal aus dem Haus, Jan, machst du mal das Stativ und den Fotokoffer weg, weil ich war gerade wirklich baff, als ich hier ins Haus reinkam. Ich filme eure Kaffeemaschine nicht. So. Wenn man das hier von innen sieht, das glaubt man doch manchmal selber nicht, dass das sein eigener Gartenteich ist, oder? Wenn man hier sitzt, oder gewöhnt man sich da voll dran? Ja, irgendeine Gewohnheit ist da und so wie du jetzt sagen es dann eigentlich auch diejenigen, die den Teich dann so sehen, ja. Ja, weil das ist wie, das kommt natürlich auf dem Video und jetzt nicht so rüber, aber das ist wie eingerahmt. Also, das ist eine absolute Wucht. Was würdest du heute anders machen, was der Teich angeht, nicht was der Filter angeht? Nicht wesentlich viel, weil ich mir mittlerweile heute sage, bei den ganzen Fixkosten, was wir haben mit dem Wasser, Energiekosten, denke ich, haben wir alles richtig gemacht. Nicht zu groß, nicht zu klein, energiesparende Pumpen, ja. Gute Rohrdurchmesser. Wie groß sind deine Rückleitung? 110. Ja, also da passiert nichts, gell? Wie viel Energie brauchst du? Du bist ja so ein Excel-Tabellenspezialist. Wenn ich irgendwann mal eine Energiebilanz für meine Firma brauche, nein, ich hole keinen Energieberater. Ich hole Thomas, weil Thomas gibt mir das auch noch in der dritten Nachkommastelle. Was kostet dich der Teich mit Strom und Wasser? Wow, das ist jetzt eine gute Frage. Kommt natürlich auch auf den Wasserwechsel drauf an.
Strom ist im Moment ein bisschen sekundär das Thema, weil wir ja die PV-Anlage auf dem Dach haben jetzt seit 2 Jahren. Und Photovoltaik, PV. Ja, richtig, genau. Ja. Und da kommen bei 25 kW Peak, kommen da schon mächtig Leistung runter und von daher lassen wir mal den Strom hinten anstehen. Ja. Aber dennoch ist es der entscheidende Hinweis, große Rückleitung zurück vom Teich zum Filter und Sie haben die Möglichkeit, mit der heutigen Pumpentechnologie von Oase und Genesis wirklich mit geringsten Energiekosten so einen 28-Kubik-Teich umzuwälzen. So, ein absoluter Traum, den wir wirklich öfters besuchen müssen, nicht alle 2 Jahre, sondern sowas sehen wir natürlich auch gern, wie es sich entwickelt. Wir schauen jetzt im nächsten Block ganz gebannt, was du hier drunter versteckt hast. Vielen Dank euch beiden. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg bei der Gartenpflege. Ciao. Danke.